Ich fühle mich in Münster wohl, weil ich hier sehr viele Menschen kenne. Weil in Münster so viele Sehenswürdigkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn es warm ist, kann man zum Beispiel in die Asse gehen, dann kann man da sich ausruhen. Oder auch in der Innenstadt kann man so spazieren gehen. Das finde ich gut hier in Münster. Ja, ich fühle mich gut, aber nur ab und zu nicht, wegen der Fahrräder. Weil ich arbeite mich hier ganz vorne und da gibt viele Parkplätze, sind geparkt hin und her. Ne? Das fühle ich mich nicht so schön, aber eigentlich Münster gefällt mir sehr. Ja, Münster ist eine schöne Stadt, kulturelle Stadt und es gibt viele verschiedene Sachen, die mir gefallen ist. Zum Beispiel die Geschäfte, Asee oder manchmal im Museum. Und ich hab hier drei Sprachkurse gemacht und dann ist eine ruhige Stadt und schön. Ich will mal sagen, Bahnhofbereich. Also ich sehe hier vieles, was schief läuft, Schlägereien, Drogen verkaufen, immer irgendwelche Theater. Am Hauptbahnhof. Also manchmal werde ich einfach so von der Polizei kontrolliert und ich habe das Gefühl, dass es ist, weil ich so aussehe. Schlechte Erfahrung, nein, aber insgesamt ist alles okay. Es gibt keine Orte, in denen ich so eine schlechte Erfahrung erlebt habe oder sowas. Deswegen gar keine. Also natürlich es gibt schon gewisse Ecken, da habe ich schon das Gefühl, auch wirklich angestarrt zu werden. So, das kann ich nicht leugnen. Aber auf dem Prinzipalmarkt vielleicht oder so. Aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich hier schon sehr wohl, weil es hier auch wirklich so diese, sag ich mal, kleinen, auch alternativen Inseln gibt und so. Ja, finde ich. Zum Beispiel hier in Münster gibt es so viele Ausländer und dafür gibt es auch das Ausländeramt. Deswegen, wenn man sich auskennt, kann man ganz alles in locker machen, sich in Ausländeramt anmelden und also das finde ich gut. Menschen, die hierher kommen, denen auch Perspektiven und Chancen zu bieten und nicht anzufangen irgendwie, weiß ich nicht, junge Menschen haben gerade hier eine Ausbildung begonnen und werden dann trotzdem abgeschoben oder solche Geschichten. Das finde ich dann schwierig und ich glaube, da müssten irgendwie auch für Münster, ne, auch wenn man sagt, ach, hier ist es immer so schön und ruhig und so, aber noch gute Strategien ausgearbeitet werden. So. Wenn man ein bisschen proaktiver irgendwie angegangen wird, finde ich schon auch. Ich habe nicht viel darüber mitbekommen, aber ich fühle mich teilweise ausgeschlossen und so, als hätte ich einfach kein Mitspracherecht.